So, sehr geehrte Zuschauer, wir freuen uns. Wir, das sind Donato Muro. Hallo Donato. Hallo Carsten. Und mein Name ist Carsten Janitz. Tja, zu unserer ersten LinkedIn-Live-Veranstaltung. Wir haben gerade darüber gesprochen, wir haben beide sowas noch nicht gemacht. Ja, Wir probieren es richtig. aber, ne? Aber wir probieren es einfach mal aus. Was haben wir denn heute so vor, Donato? Wir haben ja im Januar die Online-Fortbildung für die Brandschutzbeauftragten. Warum online? Ja, auch wegen den steigenden Corona-Zahlen natürlich. Trotzdem halt keinen Grund, sein Zertifikat auslaufen zu lassen. Der Brandschutzbeauftragte sollte ja alle 3 bis 5 Jahre halt eine zweitägige Fortbildung halt genießen, oder der oder die Brandschutzbeauftragtin. Und ja, das machen wir beide zusammen. Warum wir beide zusammen? Ja, weil wir einfach uns gut ergänzen in den Themen, würde ich sagen. Und für die Teilnehmer, Teilnehmerinnen halt so das Optimum halt rausholen. Und dazu möchten wir uns einfach Fragen klären oder halt nochmal aufklären, was an diesen 2 Tagen halt stattfinden wird. Ja, ich müsste nochmal schauen in meinen Kalender. Ich habe es tatsächlich nicht im Kopf, deswegen gucke ich mal kurz hier nach. Das ist der 12. und 13. Januar, sofort zum Anfang des Jahres. Sprich halt, bevor die Audits losgehen oder bevor halt wieder dann, ja, ab Mitte Januar geht es ja wieder los mit dem ganzen Stress. Und deswegen kurz bevor halt wieder alles losgeht, dann die Fortbildung schon mal in der Tasche haben. Ja, genau, dann hat man, wie du gerade so schön gesagt hast, einfach gleich die notwendigen Papiere, um das Jahr über dann loslegen zu können und muss nicht noch dann irgendwie unterjährig da gucken. Und ich glaube, wir haben auch so ein ganz interessantes Programm, hoffe ich zumindest mal zusammengestellt. Ich kann ja ein paar Gehe Sachen stark von sagen. aus. Ja, ne, also wir haben uns zumindest beide Mühe gegeben. Ich Genau. kann ja mal so ein paar Sachen zu dem sagen, was ich mache. Wir haben auch noch ein paar inhaltliche Fragen bekommen. Da werden wir, glaube ich, gleich noch mal drauf eingehen. Bitteschön. Also ich werde so ein bisschen was zum Thema Bauordnung, zum Bauproduktenrecht machen. Einfach, was darf ich wie anwenden? Was heißt anwenden? Was heißt verwenden? Ja, das Klassische, wo steht das überhaupt? Das ist ja immer so diese klassische Sache. Man fordert als Brandschutzbeauftragter irgendwas und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, aber wo steht das denn? Klar, muss Klassiker. man darauf antworten können. Und dann gehe ich so ein bisschen in diese ganze Schematik rein mit baulichen Maßnahmen, die es dort gibt, die eben notwendig sind, die ja auch eigentlich für Brandschutzbeauftragten, finde ich, gut überprüfbar sind. Zumindest in den Grundsätzen. Ja, definitiv. Also man muss jetzt nicht unbedingt ein Loch in die Wand bohren und gucken, wie dick ist die Wand. Aber es ist schon mal ein Hinweis, wenn man weiß, dort, das ist eine Brandschutzwand, die zu schützen ist, zum Beispiel. Genau, ganz viel so Anlagentechnik. Da bin ich ja als reiner Brandschutzbeauftragter, stehe ich davor und sage mir, ja, es ist eine große Sprinkleranlage. Die wird gewartet, das kann ich prüfen. Die wird regelmäßig vom Sachverständigen geprüft, möglicherweise noch vom VDS. Alles gut, muss ich mich drauf verlassen. Aber eine Tür, eine Klappe, eine Rohrabschottung, eine Kabelabschottung, das sehe ich einfach, ob das funktionieren kann oder nicht. Gut, und dann werde ich noch so ein bisschen zum Thema Instandhaltung und Prüfung von solchen Anlagen sagen. Da kommen ja auch immer wieder, du kennst die Fragen, die da immer kommen. Muss das geprüft werden? Wer darf das machen? Wo steht das? Klassiker. Und abschließend noch so ein bisschen, werde ich noch so ein bisschen was zum Thema Raumbrände erzählen. Nicht jeder Brandschutzbeauftragte ist ja auch selber Feuerwehrmann und hat sowas vielleicht schon mal erlebt oder ist Brandschutzingenieur oder sowas, da kann man auch noch mal so ein bisschen erzählen, um einfach so Argumentationshilfen zu geben. Ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich an Themen habe. Du hast auch einiges vorbereitet. Genau, ansonsten, ich wollte mir ein bisschen den organisatorischen Brandschutz anschauen, vor allem halt Flucht- und Rettungspläne, wie die eventuell auch zu erstellen sind. Der ein oder andere Brandschutzbeauftragte oder die Beauftragten machen das dann auch mit in den Firmen. Darüber wollte ich nochmal ein paar Takte loswerden. Ansonsten halt Neuerungen aus dem Bauordnungsrecht wollte ich vorstellen. Ich wollte mal erklären, wie das mit der Musterverwaltungsvorschrift unter anderem halt auch läuft. Das ist auch noch ab und zu die Frage, die mich sehr oft erreicht. Hallo Herr Muro, gilt diese und diese DIN-Norm bei mir im Bundesland? Dann sage ich auch mal ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, aber ich weiß halt, wo es steht. Und dann zeige ich mal auch, wie man halt für sein eigenes Bundesland mal herausfinden kann, welche DIN-Normen überhaupt in diesem Bundesland halt gelten. Ja, und letztendlich wollte ich halt mein Lieblingsthema machen, ein bisschen Industriebaurichtlinie
und halt ein Add-on für die Brandschutzbeauftragten ist dann halt, wir wollten uns einmal den Explosionsschutz anschauen. Das ist der Next Level vom Brandschutz. Also was kann passieren halt, wenn wir Brandlasten haben oder wenn wir auch brennbare Gase haben, aus einem brennbaren Gas oder aus einem Staub, kann auch eine Explosion werden. Und dass hier halt wir ziemlich viele Themen abdecken in dieser Fortbildung. Und generell, das gilt auch für dich, das weiß ich ganz genau, wenn Fragen da sind, wenn wir diese beantworten können, dann werden wir die auch vor Ort beantworten. Wir können auch im Thema wechseln, wenn das Publikum auch das oder wenn die Frage alle interessiert, können wir auch mal nach links und rechts gucken. Am Ende des Tages sollen die Leute halt ein gutes Gefühl mitnehmen, dass sie was mitgenommen haben auch und dass sie alle Fragen mal loswerden können auch. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Uns geht es ja darum, auch zu zeigen, wie funktioniert so etwas, wie kann man die Lösung finden, weil wir wollen ja gar nicht nur so eine Checkliste vorlegen und sagen, hier komm, zack, 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 da steht das drinne, sondern wollen ja die Teilnehmer befähigen, selber sich in das Thema einzuarbeiten. Denn das Themenfeld ist ja unheimlich breit. Das ist so. Der Naturalismus, das nicht noch besser. Deswegen halt immer diese Hilfe zur Selbsthilfe, nenne ich das, dass man selber im Paragraphendschungel zurechtkommt und dann auch sagt, das schaffe ich weiß, wo ich nachschauen könnte halt. Genau. Ja, wir haben auch so ein paar Fragen bekommen, zum Beispiel eine Frage, die ich bekommen habe per E-Mail heute Vormittag, ist, wer darf sich Brandschutzbeauftragter nennen? Ja. Ist ja eine spannende Frage, ich glaube, vor allem eine Frage, die müssen wir zweistufig beantworten. Zum einen mal irgendwo so die Bestellungsvoraussetzung und auf der anderen Seite die Bestellung als solches, weil nur weil man die Qualifikation hat, ist man ja noch nicht Brandschutzbeauftragter. Das sind ja so zwei Welten. Ne? Willst du anfangen? Soll ich anfangen dazu? Ich kann gerne anfangen, also ergänzt mich gerne. Generell sollte halt ein Kurs halt vorhanden sein, gemäß DGUV-Information halt. Hierbei muss man halt wissen, diese DGUV-Information ist nicht wirklich verbindlich. Sie stellt eine Empfehlung dar. Da ist dann auch geregelt, welche Voraussetzungen man erfüllen sollte. Ich spreche es halt extra weich aus mit sollte, dazu komme ich aber gleich. Hier war halt in der alten DGUV-Information halt drin geregelt, man sollte halt einen Feuerwehrgrad haben, ein Ingenieurstudium haben. Überhaupt ein Studium sollte man haben. Jetzt wurde ja die DGUV-Information, die entsprechende für die Brandschutzbeauftragten, ich glaube, roundabout ein Jahr, ist es ja, oder ein halbes Jahr, wurde sie erneuert. Ja, ziemlich genau schon, sehe ich gerade. Genau. Jetzt wurde es halt nochmal ein bisschen konkreter. Jetzt sollte man Ingenieur sein tatsächlich. Vorher war es egal, ob man halt Ingenieur war oder nur Hochschulabsolvent oder halt Feuerwehrgrad haben oder einen Technikermeister haben. Also man sieht, es wird halt ein bisschen spezieller, weil es halt auch mal schwieriger wird tatsächlich. Ja, was halt mit dem Weichen gemeint sollte. Am Ende des Tages entscheidet das aber auch der Arbeitgeber, ob er einen bestellt zum Brandschutzbeauftragten oder nicht. In der Regel ist es so, ein vernünftiger Arbeitgeber bestellt nur nach Rechtssicherheit. Denn wenn er irgendjemanden bestellen würde zum Brandschutzbeauftragten, das geht rein rechtlich, ja, absolut. Sollte es aber aufgrund einer nicht guten Bestellung halt mal zu einem Fehler kommen, ist halt hier der Geschäftsführer in der Haftung. Und der vernünftige Geschäftsführer oder die vernünftige Geschäftsführerin möchte halt so bestellen, dass sie halt selber Wehwehchen abgeben kann und dann wieder Zeit für andere Sachen hat. Also so im Groben kann man das halt nehmen. Kannst du es ergänzen, Carsten, oder noch erweitern? Ja, nee, im Grunde genommen, wie du gesagt hast, die Bestellung muss eben, ne, dieses alte aus Arbeitsschutz und sonst woher bekannte Prinzip, AOK-Prinzip, Auswahl, Organisation, Kontrolle. Ich muss halt erstmal die richtige Person auswählen. So ein bisschen diese Entwicklung, die man jetzt in der DGUV-Information sieht, geht ja in die Richtung, die Voraussetzungen ähnlich wie bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit und so weiter zu machen. Man passt das so langsam schrittweise an. Ich persönlich würde es auch immer davon abhängig machen, für was man denn verantwortlich ist als Brandschutzbeauftragter. Ist es ein Objekt, was relativ einfach, ich sag mal, normales Bürogebäude? Da kann das sicherlich jemand machen, der jetzt auch nicht die komplexeste technische Ausbildung hat. Ja, finde ich auch. Aber, find ich bei dir. Ne, ihr seid ja auch so im Bereich Petrochemie mit eurem Büro unterwegs und so weiter. Da ist es natürlich eine Nummer,
das sollte schon einen entsprechenden Spezialist sein, der das eben auch wirklich kann, der wirklich tiefe Kenntnisse auch der Gesamtzusammenhänge hat. Und das ist natürlich eine andere Welt. Deshalb muss man da so ein bisschen schauen. Eine Feuerwerksfabrik braucht halt was anderes als ein Büro eines Rechtsanwaltes. Die Gefahrenlage ist halt einfach unterschiedlich. Ja, schöner Hinweis, dass es halt wirklich davon abhängt, ob normale Brandlast oder erhöhte Brandlast, dass man halt hier eine entsprechende Person dann bestellt. Absolut. Guter genau, immer da dann sozusagen so zielgruppenorientiert oder problemorientiert schaut. Wobei eben üblicherweise gerade bei diesen High-Risk-Objekten ist es ja auch so, dass die Beteiligten per se dann schon andere Leute bestellen, weil sie natürlich auch ein anderes Personal zur Verfügung haben. Was ich generell als kritisch empfinde, ist, wenn das irgendjemandem so aufoktroyiert wird. Du bist jetzt im Übrigen unser Brandschutzbeauftragter, puff, mach mal. Ja. Man selber total unmotiviert ist, man sollte, gerade bei einer solchen Position, sollte das freiwillig sein. Und die Leute in der Regel bringen die ja auch ein eigenes Interesse mit. Man meldet sich ja freiwillig für das Ehrenamt, was es ja eigentlich ist, oder für die Stabsfunktion, um es halt genauer zu benennen. Das sollte schon freiwillig laufen, definitiv. Genau. Und und wie gesagt, und dann kommt eben hinzu, dass man zwar dann die Grundvoraussetzung hat, aber dann muss eben die Bestellung erfolgen. Auch hier rate ich immer dringend zu einer schriftlichen Bestellung. Definitiv. Handschlag ist alles ganz nett und hier so Norddeutschland mag das ja auch noch für den Pferdekauf auf dem Tiermarkt zählen. Okay. Aber ne, immer spätestens dann, wenn irgendwann Juristen ins Spiel kommen, wird sowas halt schwierig. Und vor allem, wenn du dir diese lange, lange Liste an Aufgaben, was sind das, 26 Punkte oder sowas? Ich habe das jetzt die Nummer gerade gar nicht im Kopf, auf jeden Fall irgendwie um die 20 Punkte. Ja, man wenn sollte auf jeden Fall definieren, für was ist man verantwortlich und für was nicht. Die DGUV gibt ja so Vorschläge raus, was der Brandschutzbeauftragte oder die Beauftragtin machen könnte, sollte. Muss man halt auf den Betrieb natürlich halt anpassen und auf die Fähigkeiten der Person anpassen. Genau, ne? 26 sind schon mal explizit aufgeführt und dann hat man hier in dem Formular ja sogar Felder freigelassen für zusätzliche. Auch ein ganz klassisches Beispiel, was du gerade geliefert hast, Explosionsschutz. Nicht zwingend muss in jedem Betrieb der Brandschutzbeauftragte auch den Explosionsschutz machen. Wenn es einen Explosionsschutzbeauftragten gibt, der das viel besser kann, dann müssen die halt nur zusammenarbeiten. Genau, Schnittstellen wieder abdecken, ähnlich wie mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Da sitzt ja auch Brandschützer und Arbeitsschützer, sollten sich kennen, weil die dasselbe Ziel verfolgen. Unbedingt. Ja, und auch so in den Gefährdungsbeurteilungen und Ähnlichem, ja ganz, ganz viele Schnittstellen haben. Warum soll der Arbeitsschützer auf einmal Brandschutz dort mitmachen? Macht ja keinen Sinn. Und auf der anderen Seite, warum soll der Brandschützer auf einmal Teile in seine Gefährdungsbeurteilung im weitesten Sinne mit reinnehmen, die ihn gar nicht betreffen, die er vielleicht auch gar nicht kann, weil er nicht dafür diese 6-Wochen-Kurs bei der Berufsgenossenschaft gemacht hat. Ja. Auch das sind ja immer so Themen. Da muss man, glaube ich, ganz, ganz stark drauf achten. Und ich rate auch immer dringend dazu, dass man schauen sollte, bevor man so ein Amt übernimmt, ob man den notwendigen Rahmen dafür eingeräumt bekommt. Wenn so das Motto ist, ja, das machst du ja so nebenher, wäre ich vorsichtig damit, weil das klappt dann wieder, nicht. Genau, also dann ist man selbst sehr unzufrieden erstens, man verliert die Lust und der Vorgesetzte wäre halt hier wieder in der Organhaftung halt drin, also das ist wieder so ein Juristendeutsch, sprich hat dem Brandschutzbeauftragten nicht die notwendigen Zeit und oder Mittel zur Verfügung gestellt, klar kann er oder sie dann halt nicht einen guten Job machen halt, ne? Genau. Ne. Dann gab es da noch eine Anschlussfrage dazu sozusagen. Braucht man eine abgeschlossene Ausbildung? Man sollte sie haben. Genau, man sollte sie haben, ist wirklich der Wortlaut. Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin würde sich halt hier haftbar machen. Wenn man keine abgeschlossene Ausbildung hat, sollte man Minimum dann ein paar Jährchen Berufserfahrung in einem ähnlichen Bereich aus der Sicherheitsbranche mitnehmen. Prädestiniert ist meine persönliche Meinung, kannst du anders sehen oder auch die Zuhörer. Leute, die aus dem Werkschutz kommen zum Beispiel, die haben ja auch so eine Belehrung gemacht oder so eine Mini-Ausbildung, die hatten halt schon mal eine IHK-Prüfung diesbezüglich, ohne dass jetzt unbedingt die Ausbildung sein muss, wo auch Brandschutzthemen enthalten waren. Und hier wieder von die Sicht von oben, was ist wichtig aus Sicht des Werkschutzes, wo auch der Brandschutz integriert ist zum Beispiel.
Genau. Naja, oder eben auch ansonsten möglicherweise ein Mitarbeiter, der einfach langjährig dabei ist, wo man ja auch rein von der Berufsordnung her sagen würde, der wird im Grunde genommen einer ausgebildeten Person aufgrund seiner 20 Jahre Tätigkeit als Maschinenführer oder sowas gleichgestellt. Da, ich würde es jetzt nicht am Gesellenbrief oder Gesellinnenbrief oder wie auch immer man das heute nennt, abhängig machen, sondern einfach so vom Konzept her, man muss sehen, dass die Person dazu in der Lage ist. Ich kenne auch genug Leute, die trotzdem sie ausgebildet sind, möglicherweise auch studiert haben, vielleicht sogar in eine Fachrichtung studiert haben, die tendenziell dazu passen würde, würde ich sagen, die sind eigentlich aber von der Person her nicht geeignet, den Job zu machen. Das, ne, da Da gibt muss es man dann halt auch immer die schauen. Verknüpfung halt, dass du halt körperlich und geistig halt diesen Job auch ausüben kannst. Und wie du schon sagtest, jemand, der eventuell Sicherheitstechnik oder Brandschutzingenieurwesen studiert hat, aber dann sich nicht traut, mit Menschen zu reden, ist dann wieder fehlplatziert, weil du halt ab und zu mal auch klare Ansagen machen musst und sagen mal zu, Kollege, Kollegin, hier stellst du halt nichts ab, ansonsten halt. Weiß ich nicht, mache ich die Kamera aus vom Betriebsrat und hack dir halt die Hände ab. Ich übertreibe natürlich gerade halt, Ja, aber klar. dazu gehört halt ein bisschen halt auch ein Standing halt hinter den Leuten. Genau. Da kam auch noch eine dazu passende Ergänzung. Ich weiß nicht, ob von derselben Person, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Wird der Job zusätzlich bezahlt? Wissen wir nicht. Was sollen wir dazu sagen? Also im Regelfall schwierig. Weiß ich auch nicht, habe ich auch keine Empfehlung zu. Wäre mal vielleicht ja intern mit der Führungskraft oder mit dem Betriebsrat zu klären. Vielleicht kann man da auch eine Betriebsvereinbarung machen, wie man generell mit Sonderfunktionen wie befähigte Personen, Brandschutzbeauftragte oder auch Sicherheitsbeauftragte umgeht. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe da nur ein paar Ideen, aber am Ende des Tages, ich weiß es tatsächlich nicht. Nee, ich denke mal, wie du gerade gesagt hast, das ist ja auch der betrieblichen Praxis geschuldet. Und wenn du einen kleineren Betrieb hast, wo jeder irgendeine Zusatzfunktion hast, dann wirst du wahrscheinlich kein extra Geld dafür kriegen. Genau. Vermute ich jetzt einfach mal. Wenn du hingegen natürlich eine große Firma hast, wo eh alles genau in der Stellenbeschreibung dann aufaddiert wird, dann kriegst du natürlich sicherlich den einen oder anderen Euro möglicherweise dazu. Aber Unabhängig vom Geld, es ist halt eine super spannende Aufgabe. Dann hat man auch noch mal ein bisschen Abwechslung zu seinem Hauptjob, indem man sich halt dann wieder ins Brandschutzthema einfuchsen kann halt, ne? genau. Und dann kam noch die Frage, kann das nicht die Fachkraft für Arbeitssicherheit mitmachen? Ja, kann sie, wenn sie die entsprechende Ausbildung hat und die passende Fortbildung. Natürlich kann es auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit mitmachen. Wird auch oft so gelebt in meiner gefühlten Praxis. Muss aber nicht unbedingt die Fachkraft für Arbeitssicherheit sein. Ich finde es auch schön, wenn dann die Fachkraft für Arbeitssicherheit nochmal eine zweite Person hat für Diskussion, für Austausch und hier dieses Mindsetting oder dieses Brainstorming auch, um Probleme zu lösen vor Ort, ist ja oftmals als eine Person schwieriger, als wenn man hier ein Gremium hat, wie zum Beispiel die ASA-Sitzung, wo man dann sagen kann, ich diskutiere mit Leuten auf einem vernünftigen Niveau, wie wir einen Mängel halt ja, beseitigen können auch. ja, genau, das sehe ich, wie du gerade gesagt hast, auch so, dass ich sehe Vorteile drin, wenn man das auch von der Unternehmensgröße hinbekommt, das auf zwei Personen aufzuteilen. Man kann ja auch gucken, ob man eine Funktion zum Beispiel auch nach außen gibt. Ne, da muss man halt gucken. Es gibt ja auch genug Fälle, wo man dann zum Beispiel sagt, das Thema ist so, dass man da nicht das eigene Know-how vorhalten will. Externe haben auch den Vorteil, dass sie mehr Betriebe im Regelfall kennen. Haben wir mehr Wissenstransfer, Erfahrung auch? genau, ne, Best Practice und so weiter, solche Begriffe. Also auch das ist ja nicht negativ. Genau. Ja, Herr Wollstein schreibt gerade, wenn es ein Ehrenamt ist, gibt es dafür keine zusätzliche Entlohnung. Ja, das ist richtig, klar, wenn es ein reines Ehrenamt ist, aber nichtsdestotrotz wird man natürlich rein arbeitsrechtlich den Mitarbeiter nicht das alles on top geben können und sagen können, dafür bleibst du halt einfach mal 10% mehr an Arbeitszeit. Ich Ja. glaube, das wird nicht funktionieren in Deutschland, zu Recht nicht. Ja, ist auch gut so, genau. Man soll ja auch nicht nur arbeiten, arbeiten, arbeiten.
Nein, auch wir beide ja auch als Fachkräfte für Arbeitssicherheit wissen ja auch, dass die Arbeitszeitregelungen schon Sinn machen. Absolut. Was haben wir hier noch? Was macht der Brandschutzhelfer anders? Ja, Naja, also er ist eine ganz andere Person. genau, ist erstens eine ganz andere Person und auch von den Ausbildungsinhalten der Brandschutzhelfer oder die Helferin ist halt eine 90-minütige Ausbildung, nur das ist halt nicht zu vergleichen wie mit den 64 Unterrichtseinheiten zum Brandschutzbeauftragten. Und ja, ist einfach eine ganz andere Ausbildung. Und in der Regel sollte der Brandschutzhelfer dann auch vor Ort sein, also einen dauerhaften, wenn wir mal beim Büro bleiben, einen festen Platz haben, dass er dann sagen kann, er oder sie, wenn es brennt, ich weiß, wo der nächste Feuerlöscher ist, der kürzeste Laufweg und traue mir zu, diesen Entstehungsbrand zu löschen. Und wenn ich der Meinung bin, das ist kein Entstehungsbrand mehr, dann wird halt hier die Rettungskette und Alarmierung halt in Gang gesetzt halt. Genau, beim Brandschutzhelfer ist es ja definitiv so, dass das auch als Konzept, als Ehrenamt ausgelegt ist oder es nicht Absolut. als entsprechende Tätigkeit ist. Herr Wollstein, klar, das kann man mit der Betriebsratstätigkeit vergleichen, das ist richtig. Man muss nur, deshalb haben vielleicht wir beide auch so ein bisschen uns um die letzte konkrete Aussage rumgedrückt. Die Aufgabe einfach des Brandschutzbeauftragten geht ja von, ich mache das in 5%, nicht mal in 2% meiner Tätigkeit nebenher, ne, sag mal einfaches Bürogebäude, bis hin zu, ich mache das über Stunden meiner Tätigkeit, weil es einfach ein riesengroßer Komplex ist, mit komplexen Zusammenhängen mit viel Fremdfirmen, wo dann auf einmal ganz viel Heißarbeitserlaubnisscheinverfahren kommen und so weiter und so fort. Und dann kann man, finde ich, nicht mehr sagen, dass das mal eben so, das machst du mal so nebenher. Nee, Das unmöglich. Also das gibt es auch als Vollzeit-Job. Hängt natürlich genau. ganz stark davon ab, wie du sagtest, halt, wie ist der Konzern oder wie ist die Firma aufgestellt. Definitiv. Genau, ne, so ein Chemiewerk in großen Städten mit großen Chemieparks, den größten Europas und solche Scherze, die haben ganze Abteilungen dafür. Das ist natürlich Richtig. nicht mit dem Handwerksbetrieb zu vergleichen, aber ich kenne einen Brandschutzbeauftragten eines Krankenhauses der Maximalversorgung, der macht das 80% seiner Arbeitszeit. Der Das glaube ich hat ein paar sofort. Nebentätigkeiten neben seiner Brandschutzbeauftragten-Tätigkeit. Ja, das ist so. Ja, und dann hatten wir abschließend noch eine Frage. Ist der Brandschutzbeauftragte nach BG, wahrscheinlich, ich denke mal DGUV-Information halt heute, derselbe wie nach Hochhausrichtlinie? Das weiß keiner, würde ich sagen. Die Wörter werden halt von beiden halt gleich verwendet. Ich weiß es auch nicht, ich vermute es nur. Das eine ist halt Arbeitsschutz und BG-Recht. Das andere ist halt Landesrecht. Beide verwenden dasselbe Wort. Deswegen würde ich jetzt aus dem Bauchgefühl sagen, außer es gibt halt irgendwann mal eine juristische Ausarbeitung. Solange das nicht festgestellt wird, würde ich erstmal sagen, ja, ist dasselbe oder ist dieselbe halt. Gehe ich auch von aus. Ich kenne auch einzelne Bauaufsichten, die sich auf die DGUV-Schriften beziehen, in Ermangelung von Alternativen, die einfach sagen, es gibt ja nichts anderes. Eben. Es gibt auch mittlerweile, habe ich das auch schon gelesen, in Brandschutzkonzepten, Konzeptersteller, die das mit reinschreiben und sagen, Machen dass wir eben übrigens auch. DGUV-Information analog anzuwenden ist. Ja, und das ist einfach, würde ich mal so sagen, im weitesten Sinne Stand der Technik. Was will man sonst nehmen als Grundlage? Genau, es gibt nichts anderes außer diese DGUV-Information. Deswegen, solange nichts dazu existiert, die ist ja auch analog zum VDS und zum VFDB. Von Genau. daher bleibe ich bei dir absolut richtig. Es gibt sonst kein anderes Dokument, wo es definiert wird tatsächlich. Genau, und VFDB ist ja dann sogar immer gerne die Schnittstelle. Da habe ich dann ja relativ einen engen Bezug
zum Bauordnungsrecht über die Schiene wiederum. Also irgendwo so in der Richtung. Absolut. Wird man das wohl sehen müssen. Ja, mehr Fragen haben wir derzeit gar nicht. Mhm. Wollen wir das schlimm? Ich wollte gerade sagen, die Interesse haben wir im Januar. Genau. Erstens, bis Januar haben wir noch ein paar Tage. Wir sind aber auch erreichbar über Social Media oder über die E-Mail. Sind wir beide, glaube ich, ziemlich gut zu erreichen, wenn noch Fragen sein sollten. Genau. Ja, wir kriegen ja gerade von Herrn Wollstein noch eine, auch die von Ihnen dargestellte Themenaufwand und Komplexität gibt es beim Betriebsrat. Da hat er gesagt, verfügt, dass die Betriebsratsarbeit wie vermutlich auch die Arbeit des Brandschutzbeauftragten gegebenenfalls Priorität vor anderen Aufgaben hat. Bei größeren Betrieben sind da Betriebsräte von sonstiger Arbeit freizustellen. Die Arbeitszeit bleibt davon unberücksichtigt. Keine dieser Zusatzaufgaben darf nach Arbeitszeitgesetz zu einer Erhöhung der arbeitsvertraglich geregelten Arbeitszeit führen. Ja, Herr Wollstein, rechtlich stimme ich Ihnen zu. Aber wir beide, ne, Donato, wirst du mir, glaube ich, zustimmen, wir kennen einfach auch die Praxis, dass es eben ganz häufig eben wirklich, es wird so geregelt, du musst dein normales Tagewerk bringen und du machst die Aufgabe noch dazu. Und das führt dann meistens zu größeren Problemen in der Praxis. Genau, auch zu Unzufriedenheit. Und da mal eine ganz andere Sicht, auch wenn es mal zum Ernstfall kommen sollte, dann tagt ja auch das Notfallmanagement. Auch dann werden oftmals die Arbeitszeiten halt nicht optimal eingehalten, wissentlich. Genau, also klar, im Ernstfall, da ist dann ja auch immer noch eine etwas andere Nummer sozusagen da, ne? Dann geht es natürlich richtig zur Sache. Aber auch das ist ja schon die Frage, was ist wirklich der Ernstfall? Das ist ja auch in vielen Betrieben nicht geregelt. Der brennende Aschenbecher auf dem Hof ist sicherlich nicht der Ernstfall. Aber ab wann muss man denn weitere Maßnahmen ergreifen? Aber mal gucken. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt keine weiteren Fragen haben oder bekommen, akut, dann würde ich sagen, im Januar geht es weiter. Wochenende. Genau, schönes Wochenende. Ja. Im Januar geht es weiter. Und wenn Fragen sind, jederzeit gerne. Genau, schreiben Sie uns beiden, wir versuchen die dann immer zu beantworten. Und auch für die Teilnehmer gilt natürlich, man kann uns auch sicherlich Fragen vorab schon mal zuschicken, sodass wir versuchen können, die entweder für die Termine im Januar schon vorzubereiten oder aber auch dann dort gemeinsam zu klären und zu erarbeiten, zu diskutieren. Absolut. In dem Sinne, ja, bleiben Sie gesund. Donato, du auch. Na, du sehen, du bist auf der Baustelle. Du musst raus oder genau. auf dem Objekt. Na, genau. Und in dem Sinne, schönes Wochenende, frohe Weihnachten und ja, dann bis Januar. Bis Januar. Tschüss. Tschüss.